Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, liebe Leute, auf geht's. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema schneller Sex. Wer von euch steht auf die schnelle Nummer? Überhaupt, was war die schnellste Nummer bisher? Euer Quickster Quickie. Wo mögt ihr Sex am liebsten? Und wer von euch mag schnellen Unsex? Also wer steht auf Parks oder Klappen oder Sauna, auf Clubs und so weiter. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Nummer wie immer 0130 2911, 0130 2911 und ihr könnt natürlich auch wie immer 0130 2911. Axel, 32, hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Du bist ein Freund des schnellen Sexes. Nicht nur, aber auch. Ja. Auch, erzähl. Ja, das Schöne ist ja dabei, dieses Kribbeln im Bauch. Wenn man im Park hinter jemand herrennt und man weiß nicht, ob oder ob nicht oder ob doch oder... Also du bist Parkgänger. Unter anderem, ja. Ja, erklär das mal für die Leute, die das nicht so sehr gut kennen alles. Ja, es gibt zum Beispiel in Düsseldorf einen Park, der nennt sich Hofgarten. Ja. Der ist sehr bekannt unter den Schwulen, tummeln sich ab der Dunkelheit, also wenn die Dunkelheit eingebrochen ist. Mehr oder minder viele nette, junge oder auch ältere Männer. Und dann geht's halt zur Sache. Ja, vielleicht zur allgemeinen Aufklärung. Es gibt fast in jeder großen Stadt, kann man fast sagen weltweit, irgendwelche Parkanlagen oder Grünanlagen, wo sich eben die Schwulen treffen, um schnellen und auch anonymen Sex zu haben. Mhm. Nachts, aber auch am Tage, ne? Auch am Tage. So kann man das sagen. Das ist richtig. Und sowas magst du und machst du auch? Ja. Wie oft kommt das vor? Nicht ganz so oft, aber, ja, würde ich sagen, vielleicht 3-4 Mal im Monat. 3-4 Mal im Monat. Machst du es am Tag oder nachts? Nee, eher wenn es dunkel ist. Eher wenn es dunkel ist. Weil da die Chance größer ist, sag mal so. Jemanden zu finden, ja. Ja. Tagsüber ist das zwar auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, irgendwie ist die Atmosphäre auch nicht so. Ja, nur ist das eine Form der Sexualität, die vielleicht vielen Leuten fremd vorkommt oder die sie nicht begreifen können. Mhm. Man geht in ein dunkles Waldstück, erkennt vielleicht gar nicht mal so sehr denjenigen, mit dem man es dann treiben will und hat dann da so Sex. Beschreib doch mal von deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wie das dann so abgeht. Ja, also so dunkel ist es ja erstmal gar nicht. Kommt drauf an, ne? Es kommt drauf an, genau. Ja. Es gibt natürlich auch dunkle Stellen, aber normalerweise, man hat so seinen Plan. Ja. Man läuft also irgendwo her und wenn einem jemand entgegenkommt und man denkt, na, vielleicht ist es jemand, dann lockt man den irgendwie unter einer Lampe vorbei oder einer helleren Stelle vorbei und man sieht dann, ist es wirklich oder ist es nicht. Ah, also du legst schon Wert darauf, dass du in etwa ihn so erkennen kannst? Doch. Das, auch gesichtsmäßig? Das ist wichtig, doch. Ja. Also ganz so anonym mag ich es dann doch nicht. Ja. So, jetzt hast du den an irgendeiner hellen Stelle vorbeigelockt und er gefällt dir. Mhm. Wie geht's dann weiter? Ja gut, also wenn er dann auch Interesse zeigt, dann gibt es dann bestimmte Büsche oder sonstige ruhige Plätze. Mhm. Und dann geht's relativ schnell zur Sache. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wird da nur die Hose runtergezogen oder zieht man sich im Sommer ganz aus? Da man im Sommer ja sowieso sehr wenig anhat, also Hose, T-Shirt, Schuhe, da reicht eigentlich die Hose. Ja. Ja. Und das ist meistens dann ein Sex im Stehen oder im Sommer legt man sich auch hin wahrscheinlich, ne? Wenn's meistens im Stehen. Meistens im Stehen. Doch, im Stehen, ja. Ja. Da in den Büschen ist die Erde dann doch etwas feucht meistens. Ja. Ist dann nicht ganz so gut. Welche Art von sexuellen Praktiken machst du da? Also du bläst? Ja, auch. Ja, kommt es auch zum Analverkehr? Kommt auch dazu, ja. Ja. Aber dann, wie gesagt, nur safe. Nur safe, also mit Gummis. Mit Kondom, ja. Ja. Nun sind das ja Leute, die du, wie du es auch gerade schon gesagt hast, überhaupt nicht kennst. Richtig, und die ich wahrscheinlich auch nie wiedersehen werde. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Redest du mit denen, bevor es dann zur Sache geht? Meistens nicht, nein. Ja. Es kann also passieren, dass ihr Sex miteinander habt, ohne ein einziges Wort gesprochen zu haben. Vorher ja, ja. Ja. Also nachher meistens, oder oft versuche ich dann noch ein kurzes Gespräch zumindest, so den Namen austauschen und
Aber das war es dann. Das war es meistens, ja. Meistens wollen die anderen das auch gar nicht. Da werden wahrscheinlich Tausende jetzt denken, ja, was ist da nun toll dran? Richtig. Was ist da toll dran? Ja, ich weiß es nicht. Man steht unbequem an einem Baum, der drückt einem vielleicht noch in den Arsch irgendwie rein und kneift ein. Man hat einen Mann vor sich, den man überhaupt nicht kennt. Und man hat Sex mit dem. Was ist toll daran? Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie ist das Kribbeln im Bauch. Dieses Neue, dieses... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ja. Hast du besondere Erlebnisse da schon mal gehabt? Negative Art nicht, nein. Positive? Positive, doch vor kurzem. Da, auch in diesem Hofgarten Düsseldorf. Ja. Da habe ich einen gesehen. Bin 3 Minuten hinterhergerannt mit meinem Freund. Und ja, das war in dem Busch. Wie gesagt, nur 3 Minuten. Und nach ganzen, insgesamt 8 Minuten war es dann vorbei. In 8 Minuten? In 8 Minuten, ja. Also wirklich der klassische anonyme Quickie dann, ne? Zack, zack und weg, ja. Fuck, fuck und weg. Wir sind alle 3 hervorragend zufrieden gewesen. Ach, ja. Ihr habt zu dritt dann auch gemacht? Zu dritt, ja, ja. Zu dritt, in 8 Minuten? In 8 Minuten, ja. Warum die Eile? Das war keine Eile, das war einfach so geil. Ja, war so geil. Ja. Das war aber auch dann auf Gegenseitigkeit. Ja. Also es war nicht so, dass einer dann irgendwie den Kürzeren gezogen hat. Axel, du betreibst das schon längere Zeit? Ja, kann man so sagen. Hast du nebenher auch eine Beziehung während dieser Zeit schon mal gehabt oder gar im Moment? Ja, ich habe seit 9,5 Jahren einen Freund. Seit 9,5 Jahren? Der auch vor 2 Wochen dabei war, ja. Und der macht das dann mit? Der macht das mit, ja. Und ich finde, dass wenn man eine Beziehung hat und man engt die so ein, dass man nur miteinander irgendwie Sex hat, ja, das kann irgendwie auf lange Dauer nicht gut gehen. Ist diese Art der Sexualität, ist die entstanden aus der Langeweile vielleicht heraus, die irgendwann dann... aufgekommen ist zwischen dir und deinem Freund? Aus Langeweile will ich nicht sagen, aber man ist immer dabei, man hat sich selber dabei, dass man woanders äugelt, anderen Leuten hinterher guckt, ja, und dann entsteht die Gefahr, dass man auch nicht nur guckt, sondern auch mehr macht. Ja. Und wenn man da nicht offen gegenüber entgegensteht, ja, dann passiert es oft, dass man dann sich ertappt, scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Ja, klar. Und weiß nicht, wie man es dem anderen sagen soll. Und war das denn von euch, bei euch von Anfang an klar und kein Problem? Ja, von Anfang an vielleicht nicht, aber nach einem halben Jahr haben wir uns dann da zusammengesetzt und mal darüber gesprochen. Ja. Und dann haben wir zu dritt versucht. Ja. Und es klappt ganz gut. Und ihm gefällt das auch? Ja. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, ne? Wenn er jetzt auf sowas nicht stehen würde, dann ging es natürlich nicht. Nee, das ist richtig. Das, ja, ist schon. Es ist auch nicht ganz einfach, da einen Dritten dazu zu finden. Mhm. Denn viele haben auch die, die wollen es einfach nicht. Ja. Nun gibt es ja, auch wenn man so offen miteinander lebt, wie ihr das tut, auch, nun weiß Gott, andere Möglichkeiten, Sex noch zu erleben. Man könnte in eine Sauna gehen, man könnte sich sogar irgendwie ein Sexverhältnis anlachen. Das ist richtig, ja. Das ist alles nicht bei euch der Fall. Das hatten wir auch schon mal. Das hattet ihr auch schon, ja. Also es ist nicht nur so beschränkt auf diese Parkszene. Nein, das ist nur ein Teil davon. Ja. Also wir haben auch schon mal eine Dreierbeziehung gehabt. Das auch, ja. Über eine längere Zeit, wo dann mal der eine mit dem anderen und mal zu dritt und der andere mit dem anderen. Ja. Die ist aber leider dann kaputt gegangen, weil dieser Dritte dann nach Hamburg verzogen ist. Ah ja. Noch eine Frage, ja, was diese Parkgeschichten angeht. Wenn das dann passiert ist, und nehmen wir an, du warst alleine, gehst du dann aus diesem Park mit einem guten Gefühl oder bleibt irgendwie ein schaler Nachgeschmack? Nee, meistens mit einem guten Gefühl. Ein gutes Gefühl? Doch. Ist denn irgendwann schon mal eine Bekanntschaft oder Freundschaft aus so einem Schnellsex entstanden? Ja, die mit meinem Freund. Mit deinem Freund? Mhm. Den hast du im Park kennengelernt? Nee, im Park nicht. In einem Kaufhaus. Wie, und dann habt ihr auch schnell Sex gehabt? Ja, nicht in einem Kaufhaus, aber dann bei mir zu Hause. Erzähl den mal. Den habe ich an einem Wühltisch kennengelernt. An einem Wühltisch? Vor 9,5 Jahren, wie gesagt. Ja. Und hat mich beäugt, ich habe ihn beäugt. Er hat die Rolltreppe runter, ich bin hinterher. Und und dann... Wie? Haben wir uns dann als zu Hause zusammengefunden. Sofort? Ja, also, ich habe ihn dann gefragt, ob er irgendwie noch was vorhätte, ja, weil ihm nichts anderes einfiel. Und er sagte, nö. Er sagt, dann kommt er einfach mit nach Hause und dann trinkt man einen Kaffee zusammen. Also quasi vom Wühltisch in die Richtig. Kiste sofort. Richtig. Das ist ja verrückt. So fing eure Liebe an, eure Richtig. Beziehung. Also mit einem Quickie quasi, Richtig, ne? Richtig, genau. Ja, das ist ja wunderbar. Es passiert zwar nicht oft, aber es passiert. Ja. Hoffentlich geht es euch weiterhin noch gut, euch beiden. Ich und hoffe es auch, wenn ja. da jemand Drittes dazukommt, dem halt auch. Ja. Axel, alles Gute, ciao. Ich danke dir. Jo. Tschüss. Tschüss. Oliver, 18 Jahre. Hallo, Domian. Ja, Oliver. Na, wie geht's? Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja. Du bist auch ein Schnellsexer? Jein. Erzähl aus deinem Sexleben. Also. Wir sind alle Ohr. Ja, ich bin schwul. Ja. Und, noch nicht so lange. Ich war im Sexshop. Im Sexshop? Genau. Ja.
Also es ist ein Sexshop. Rechts Filme, Spielzeug und so weiter. Ja. Und links sind Sexkabinen, also Pornokabinen. Kabinen, ja. Ja. Mhm. Und also ich bin im Sexshop drin gewesen, hab mir dann Spielzeug, Zeitschriften und Filme angeguckt. Hast dich schon ein bisschen aufgegeilt damit? Ja, nicht so. War es erstmal, dass ich im Sexshop war. Achso, da ist man noch ein bisschen befangen, ne? Ja, ja. Und da kam da jemand rein. Also ich hatte vorher noch nie Kontakt zum Mann, ne? Aha. Und ja, der kam da rein und ich habe das auch gleich gesehen, der guckte mich so komisch an. Ja. Ja, sah auch ganz gut aus. Ja. Ja, ich bin auch angeguckt. Ja, und das war mir dann irgendwie peinlich, dass der mich beäugt hat. Was? Das? Dass der mich beäugt hat. Ja. Und ja, dann bin der Hoffnung, dass der vielleicht hinterherkommt. Ja. Also bin ich in die Pornokabine reingegangen. Ja. War das eine kleine Kabine? Ja, das. Eine Ein-Mann-Kabine? Ja, genau. Ja. Und ja, Geld reingeschmissen und einen Film angeguckt. Ja. Und ich hab nicht mitgekriegt, dass der hinterhergegangen ist. Und ja. Das Geld war durchgefallen schon, mhm. Also war Film war zu Ende und ich wollte raus. Und dann lag da unten ein Zettel mit dem Stift. Ja, und da stand drauf, darf ich reinkommen? Ach. Ja, und dann hab ich erstmal, oh Gott, was ist jetzt, was machst du jetzt? Ja, Hattest du denn, Zwischenfrage, während der Film lief, schon irgendwas an dir angestellt? Genau. Ach, ja. Also rechts und links in den Kabinen waren Löcher. Und der hat durchgeguckt. Ach. Also ich hab das auch erst hinterher gesehen, das war mir dann total peinlich. Ja, der hat dich also beim Wichsen angeschaut. Genau. Ja, beobachtet. Ja. So, und dann? Ja, und dann lag da unten ein Zettel, stand drauf, darf ich reinkommen? Ja. Ja, ich dann erstmal große Augen gemacht und ein dickes Fragezeichen draufgeschrieben und ja, wieso nicht, bitte dreimal klopfen. Ja, ja, und dann 5 Minuten später dachte ich, der kam, ich dachte, der kommt sowieso nicht. Ja. Und da wollte ich gerade raus, klopfte dreimal an der Tür. Ja. Und ich dachte, oh Gott, wer da jetzt vorsteht, möchte ich nicht wissen. Ja. Dann macht die Tür auf, dann steht der Typ davor. Oh. Also der Typ war das? Ja, genau. Ja. Der mich vorher schon angeguckt ja, hat. Ja. Ja, und wir haben uns dann unterhalten und das Übliche, wie geht's? Und dann sind wir zum Sex gekommen. In der Kabine? In der engen Kabine. Und du konntest auch nochmal? Nee, also ich war ja schon fertig. Ja, eben. Deswegen frage ich das ja auch. Ja, und jedenfalls. Der war spitz wie Nachbars Lumpi. Ja. Und ich habe ihm dann eingeblasen. Ja. Ja. Und. Nun war das für dich das allererste Mal? Ja, das allererste Mal mit einem Mann. Und wie fandst du das da? In der Situation auch? Es ist neu, ne? Ja. Ich meine, das wäre für viele ja nicht die tollste Situation gewesen. Für mich wäre es auch nicht die tollste gewesen im Porno. Laden, das zu machen, ja, aber da ist ja auch Vorwürfe für gemacht. Nein, ich mache keine Vorwürfe, um Himmels Willen. Ja. Das ist halt so passiert. Ich frage nicht nur, wie du dich gefühlt hast dabei. Ja. Geil. Also gut. Ich war spitz auf den. Ja, gut. Ja. Und das war's dann? Nee, ja, eigentlich. Jedenfalls verhütet ohne Kondom. Mhm. Und er hat mir auch noch im Mund gespritzt. Ach du lieber Gott. Ja. Du bist 18 Jahre, ne? Ja. Hast noch nie was von AIDS-Prävention gehört. Ja, ja. Mhm. Und dann bin ich auch gleich zum Arzt und ist aber nichts, Gott sei Dank. Mhm. Jedenfalls, das ging dann immer wieder, ich dann immer wieder dahin und dann habe ich auch jemanden kennengelernt, der hat mir dann erzählt, da sind immer Partys einmal im Monat. Mhm. Also die schwul-lesbische Party in der Riesenhalle. Und ich bin dann ich bin von der Arbeit gekommen, nach Hause und dann dahin gefahren. Ja. Ja, und dann habe ich da rumgestanden. Also ich bin da reingegangen. Und ich so, oh Gott, wenn dich hier einer erkennt, du wirst geoutet, weil ich hatte vorher nur einmal Sex mit einem Mann. Ja. Ja, und dann ging bis 3 Uhr, ich bin um 8 Uhr da gewesen. Mhm. Und da ist auch so eine Mailbox mit Zetteln. Also ich mag dich, können wir mal rausreden oder so. Vielleicht verstehst du das, ja. Ja. Also, und ich habe da ein paar Zettel gekriegt und... Mhm. Und dann ergab sich wieder was? Nee, ich habe mich nicht getraut. Also, Dann habe ich 3 kennengelernt. Also, sind heute meine besten Freunde, echt total. Aber da ist sexmäßig noch nichts gelaufen. Nee, um Gottes Willen. Also, einen davon, mit dem bin ich jetzt fest zusammen. Ah ja. Seit 20. Ja. Januar. Wie schön. Ist super. Ich hoffe, Oliver, dass diese erste Erfahrung da dir eine dicke Lehre war in Sachen AIDS-Vorsorge, ne? Ja, ich habe auch einen Test gemacht, also... Alle Sauereien ehren, aber bitte safe, ne? Ich weiß. Mhm. Oliver, danke für den Anruf. Ja. Tschüss. Okay, bitte noch den Abend. Danke dir auch. Ciao. Tschüss. Patrick
Heute sind die Männer dran, aber da kommt gleich auch eine Frau, sehe ich. Patrick, 24, hallo. Hallo Jürgen, hier ist der Patrick. Ja. Ja, ich gehe sehr gerne und manchmal viel zu oft in die Sauna. Du bist auch schwul. Ja. Heute haben wir einen schwulen Abend, ich merke es schon. Ja, und ich finde halt die Atmosphäre da. Das müssen wir der normalen Welt nur auch erklären, ne? Dass es sogenannte schwulen Saunen gibt. Ja. Wo man sich normal saunen kann. Also, ne? Wie man was nur sagt, keiner macht. Ja, doch auch, ne? Aber man kann auch die diversen Späßchen da haben. Ganz, ne? Genau. Und darüber wirst du uns jetzt erzählen. Ja, also es kommt halt vor, dass ich so Monate habe, wo ich 10, 11, 12 Mal in die Sauna gehe. Im Monat? Im Monat, ja. Und einfach... Erzähl doch mal, wie das da abgeht. Du gehst dann rein? Ja, du gehst dann da rein und ziehst dich dann um und also hast dann nur ein Handtuch um und ja, dann gehst du halt durch die Sauna durch und guckst, was so da ist. Mhm. Und dann geht man dann in die Dampfsauna, geht durch die Kabinen durch. Was sind Kabinen? So Ruhekabinen, da liegt man dann halt drinnen, man kann sich da reinlegen. Ja. Und ja, um sich zu zeigen. Ja. Also in diesen Kabinen liegen mehr oder weniger nackte Männer. Ja. Und man schlendert an diesen Kabinen vorbei. Ganz genau. Und schaut sich an, ob der eine oder andere was für einen ist. Ganz genau. Um dann vielleicht auch einen Blick zu erhaschen. Ja. Und ja, wenn dann jemand dabei ist, dann bleibt man da ein bisschen stehen und liebäugelt da ein wenig. Und ja, dann geht man dann in die Kabine rein und schließt die Tür hinter sich zu. Ganz genau. Und dann zack. Genau. Ja, ist es so zack? Geht das so zack zur Sache? Oder wird erst noch ein bisschen geplaudert? Also sowohl als auch. Aber in der Regel glaube ich nicht so, ne? Nee, das geht dann gleich zack. Ja. Ja, und ja, dann guckt man halt, was man dann draus macht, wie lange man das macht. Ja, das Thema ist ja heute schneller Sex. Ist das meistens schnell? Ja, würde ich schon sagen. Ja, wie lange ungefähr? Halbe Stunde, Stunde. Ja, genau. Es ist ein relativer Begriff, ne? Also schnell kann unter Umständen auch eine Stunde sein. Ja. Und schnell kann auch 3 Minuten sein. Aber es ist halt anonym. Größtenteils anonym und ja. Wie ist es dann danach, wenn ihr dann Sex gehabt habt? Man geht duschen. Ja. Und dann vielleicht noch einen Kaffee trinken und das war's dann. Und keine Telefonnummern werden ausgetauscht? Selten. Das ist ja eigentlich eine recht praktische Einrichtung in der schwulen Welt. Ne? Ja. Man ist geil, zahlt Eintritt und ist mit Leuten zusammen, die auch geil sind. Sexgarantie. Genau, und man sucht sich dann halt irgendjemanden aus. Genau. In diesen Saunen verkehren Männer aller Alters- und Schichtklassen. Ja. Ja. Würde ich schon sagen. Ja. Erzähl doch noch ein bisschen was über den Dampfraum. Ja, also da gehe ich also weniger so rein, weil es ist ganz dunkel, ganz viel Dampf und ja, überall kommen dann so Hände und für mich persönlich ist das nicht so, finde ich nicht so toll, weil wenn, dann will ich schon jemanden, also will ich denjenigen sehen, der mich da irgendwie berührt oder so. Ist das Orgie, Massenorgie? Ja, würde ich schon sagen, manchmal ist es ganz heftig, ja. Also sind ganz, ganz viele Männer bei der Sache, die aufeinander stürzen. Die sich selbst, die sich kaum selbst, nee, nicht selbst, die den anderen nicht sehen können. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja. Erklär mal für dich, was so ganz tief in dir auch diese Art der Sexualität und der Befriedigung, was das so mit dir macht und warum du das machst. Also ich glaube, man sucht da Bestätigung auch drin. Ja. In diesen Einrichtungen, weil halt sehr viele, und man kann die Leute halt nicht nach Kleidung beurteilen und so. Man sieht die Leute so, wie sie sind. Und ich weiß es nicht. Also es ist doch, glaube ich, eine Bestätigungsfrage. Man sucht die Bestätigung da. Ja, also eine Eitelkeitsbefriedigung. Ja, natürlich. Auch, neben der sexuellen Befriedigung. Ja, und dann halt die Abwechslung auch. Ja, gehst du ganz klar dahin für dich und sagst, ich will jetzt nur Sex? Natürlich. Ja? Ja. Ich kenne Männer, die dahin gehen, doch noch mit der ganz heimlichen Sehnsucht, vielleicht doch den Lover zu finden. Kann man, also würde ich fast ausschließen. Ja, weil ich stell mir vor... Es ist wirklich so anonym, also größtenteils ist es so anonym, das hast du keine Chance. Ja, ich stelle mir das dann nämlich auch sehr frustig vor, ne, wenn man mit so einer Sehnsucht dahin geht. Und das passiert dann fast nie. Aber ne? Es kommt schon mal vor, dass man halt da irgendwie, wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch 3 oder 4 Stunden in der Kabine ist und es war halt total schön. Ja. Und dann denkt man, das könnte vielleicht was sein und dann so, tschüss, vielleicht sieht man sich ja mal. Ist das nicht dann auch ein bisschen traurig? Ein bisschen, ja. Ne? Ja, klar. Kommt irgendwie ist es auch ein bisschen abgefuckt, oder? Kommt schon vor, ja. Hast du nebenher auch einen Freund, eine Beziehung? Hatte ich, ja. Und hast im Moment habe ich wieder, ja. Dann mache ich das
eigentlich nicht. Also dann bist du schon Troll? Ja, doch. Und hast nicht nebenher sowas laufen? Genau. Ist das deine einzige Art, so des schnellen, anonymen Sexes, den zu befriedigen? Oder gehst du auch in Parks oder was weiß ich? Nee, finde ich nicht so toll. Ja. Was ist, hast du schon mal versucht im Park? Also im Park noch nicht, war schon mal auf dem Parkplatz. Und aber das ist, nee, das ist nix. Also, der Patrick ist Saunagänger. Genau. Ja, aus Überzeugung, solange er keine Liebe hat. Genau. Ja, warum nicht? Patrick, viel Spaß noch. Alles klar, ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich die erste Frau. Und das ist die Verena, die ist 18. Hallo. Ja, hallo. Wie hallo. Geht's? Hervorragend. Ich hoffe, euch allen auch und dir auch. Ja, mir geht's gut. Also bei mir hat das mit dem schnellen Sex eigentlich vor 2 Jahren angefangen. Da war ich in einer Radioshow, habe einen Partner gesucht, eigentlich aus Gag. Das war ein Fasching. Ja. Man kommt nach Hause, ist halt gut drauf und denkt sich, mein Gott, ruft mal an, kommt's eh nicht durch. Kam halt durch, kam dann auch irgendwie in die Sendung rein, so wie heute. Und habe dann mehrere Männer eigentlich kennengelernt. Ich war damals 16 und es haben halt viele angerufen, die waren... Ich habe es halt über Obergrenze 23 angegeben. Gut, der Älteste war dann im Endeffekt 32. Ja. War halt ein bisschen seltsam. Gut, ja, dadurch habe ich dann alt, mehrere Männer kennengelernt und auch viele davon getroffen. Ja. Und das lief dann halt so, ich habe einen kennengelernt und das war dann im Prinzip auch mein erster One-Night-Stand. Ich war damals noch Jungfrau und es war halt ziemlich interessant, weil wir haben im Disco gesucht, haben sie dann aber nicht gefunden, sind dann zu ihm nach Hause gefahren. Und ich war zu dem Zeitpunkt einfach nur neugierig. Stopp, also Zwischenfall. Du hast diese Aktion gestartet, als du noch Jungfrau warst. Ja, genau. Ist ja auch heftig, ne? Ja, ich weiß, ich war schon immer irgendwie spontan und verrückt und hab mir halt gedacht, komm, jetzt machst du es mal. Ja. Also es war jetzt nicht von vornherein gedacht, gut, du brauchst jetzt unbedingt Sex oder so, das hat sich dann so ergeben. Ja, das hat das Unterbewusstsein irgendwo so dahingeschifft. Ja, weil man hört dann von, ich meine, 16 ist kein Alter, wo man noch unbedingt in der heutigen Zeit Jungfrau ist und man hört dann viel von Freundinnen und denkt, Ist aber auch keine Schande, aber erzähl mal weiter. Also ihr seid in die Disco gegangen? Ja, wir haben sie gesucht, aber nicht gefunden, dank mir. Und dann, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so einen Satz losgelassen von wegen, mach, was du willst. Gut, der hat dann auch gemacht, was er wollte. Das ist natürlich heikel zu sagen, ne? Mach, was du willst. Ja, ich habe das in dem Moment irgendwie nicht so ernst genommen. Ist er direkt zur Sache gekommen? Im Prinzip, wir saßen dann bei ihm. Er hatte noch eine Mitbewohnerin, als sie im Bett war, sofort. Ne? Sofort, aber immerhin hat er es noch bis nach Hause geschafft. Ja, bis nach Hause hat er es noch geschafft. Ja. Ne? Gut, dann sind wir irgendwann in der Kiste gelandet. Es ging eigentlich ganz schnell. Er hat sich Kondom übergestrichen, weil ich habe davon keine Ahnung gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann, ich wusste innerlich irgendwie, lange dauert das nicht. Ich habe bis 21, 22 und dann war es vorbei. Dann hat er nur noch geschrien, ich bin fertig. Ja, und dann war es auch soweit. Wie bitte? 21, 22, ich bin fertig? Ja, genau. Und du, armes Ding, lagst da? Ja, ich habe nur gedacht, das kann nicht normal sein. Also du warst entjungfert, aber du hattest keinen Orgasmus, ne? Nee, irgendwie war dazu nicht genug Zeit. Das kann ich mir vorstellen, ja. Naja gut, auf jeden Fall ging es dann noch weiter. Das war so das erste Extrem, was ich erlebt hatte. Und warst du gefrustet danach? Warst du gefrustet danach? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe weder bereut, dass mein erstes Mal im One-Night-Stand war, weil viele bereuen das ja so im Nachhinein, noch dass es so kurz war. Ich fand es irgendwie ganz amüsant in dem Sinne, weil das Kondom ist auch noch gerissen und dann hat er sich Gedanken gemacht, weil ich mich verhütet habe mit Pille oder so. Mhm. Also es war ziemlich lustig. Also danach gab es denn mehrere schnelle Sexgeschichten? In dem Sinne schon, weil ich habe bei der gleichen Sendung meinen damaligen Freund dann kennengelernt, mit dem kam ich 4 Tage später zusammen. Ja. Der kam da also aus etwas weiter. Und er war zu dem Zeitpunkt LKW-Fahrer und in dem Sinne auch nicht viel Zeit gehabt. Und es war halt immer ganz lustig, weil ich bin mit ihm öfter auf Tour gefahren und da hatten wir halt öfter mal kurz an extremen Orten Sex. Unter anderem Telefonzelle nachts irgendwie oder mal im Straßengraben oder so. Und, und eigentlich auch immer nur recht kurz, weil er halt Zeitdruck, übermüdet und alles. Aber in dem Sinne, wir waren froh, dass wir die Zeit füreinander hatten, weil viel Zeit blieb uns eigentlich so gar nicht. Also wir hätten da nicht 3 Stunden irgendwie... Bist du denn dann bei diesen schnellen Geschichten, auch als du dann ein bisschen erfahrener warst, auf deine Kosten gekommen? In dem Sinne schon, ja. Es kam auch, also ich muss dazu sagen, ich war eigentlich nie treu, weil immer dann, wenn es anfing, ernst zu werden, weil anfangs, okay, da schläft man miteinander, ist halt ganz toll, oft und... relativ kurz, also quickie-mäßig. Mhm. Und wenn es dann ernster würde, da habe ich dann irgendwie gemerkt, nee, das ist nicht für mich. Also wirklich langen und intensiven Sex. Hast du überhaupt schon mal so richtig ganz intensiven, langen Sex erlebt? Ja, und es hat mir nicht gefallen. Hat dir nicht gefallen? Sagen. Nee. Verena, was ist los? So eine ganze geile Nacht, wäre das nix? Hatte ich schon, war eigentlich nichts für mich, weil erstens mal ist es ziemlich stressig, wenn man einen Orgasmus nach dem anderen hat und irgendwann ist man einfach nur noch fertig. Und im stressig, anderen Sinne, ich weiß nicht, halt das nicht so lange mit einem Mann aus, ob es jetzt 4 Stunden sind, 5, 6 oder weiß nicht, ich kann das nicht. Das ist interessant, habe ich noch nie von einer Frau gehört so.
dass sie, nee, wirklich. Und interessant ist auch, dass du dann wirklich immer dann halt auch zum Höhepunkt kommst. Ja, schon. Ja. Also ich habe mich schon zeitlich darauf eingestellt. Ja, das kannst du dann auch so lancieren, ne? Ja, und inzwischen ist es halt auch schön, wenn man sich die Männer ausruhen kann und sie nicht die ganze Zeit um die Nase haben muss, weil man kann sich einen ausgucken, mit ihm schlafen und okay, fertig. Ich meine, man muss es vorher auch klarstellen, dass es nicht mehr ist, weil ich bin auch schon böse auf die Schnauze gefallen. Wie fädelst du das denn ein? Ich meine, die schwulen Jungs haben das sehr praktisch, die gehen dann in die Sauna oder in den Park. Ja. Wie machst du das denn? Wo köderst du, angelst du deine Männer? Also ich habe da eine Nase für, muss ich sagen, weil ich gehe in die Disco rein und sehe einen und ich weiß, einmal war das so, es klingt jetzt total doof, aber ich habe den Typ gesehen, ja. Er sah nicht schlecht aus, mal abgesehen davon, ja. Bin hingegangen und habe gemeint, gehen wir zu dir oder zu mir? Ja, er meinte nur, gehen wir zu mir. Das ist natürlich genial. Ja, das war sehr interessant. Was meinst du, wie viele Männer von so einer Frau träumen, wie du es bist? Weiß ich nicht. Da, natürlich, klar. Wenn das gleich so zur Sache geht, da bist du aber auch sehr mutig, ne? Ja, in dem Sinne schon. Also ja. Ich meine, gut, an AIDS musst du aufhängen. Also ich würde es nie ohne Kondom machen, das ist klar. Das ist klar, ja. Aber ich meine auch mutig, einfach auf einen Mann zuzugehen. Ja. Du kannst, hast dir schon mal... Ich meine, mehr als nein kann ich nicht sagen. Ja, na klar. Hast du dir schon Körbe auch eingefangen? Hm? Hast du dir Körbe auch schon eingefangen? Eigentlich nicht, nee. Also ich Achtung, weiß nicht, aber wahrscheinlich siehst du ziemlich gut aus. Nee, eigentlich auch nicht. Also auch ich meine, gut, man ist selbstkritisch. Von ja. Aber es funktioniert. Nein, auch diese Art und Weise beeindruckt natürlich einen Mann, ne? Ja, also so viele haben etwas komisch reagiert, weil ich meine, ein Mann fühlt sich da schon überrumpelt, wenn eine Frau ankommt, hey, komm, geh mal zu dir. Oder aber zu. Wir lassen uns doch gerne überrumpeln, wir Männer. Weiß ich nicht. Verena, danke für den Anruf. Ja, kein Problem. Ciao, tschüss. Mike, 29. Thema schneller und anonymer Sex. Mike. Ja, hallo, hier ist der Mike. Ja, hallo. Hallo, Domian. Hallo. Ja, also ich stehe hier gerade so in Gelsenkirchen auf so einem Parkplatz. Eigentlich Nein. eine bekannte Sache, ja. Ja, ich hatte schon mal so einen Anruf von irgendeinem Parkplatz. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich bin eigentlich auch durch euch an diesen Parkplatz gekommen. Hast du das hier in der Sendung gehört, gesehen? Ja, ganz genau. Ja, dann muss das... Da war da ein Mädchen, das hat angerufen ja, in der Sendung dann und war hat das... eben halt von diesem Parkplatz hier erzählt. Ja, dann war das wirklich in Gelsenkirchen. Jetzt machen wir natürlich die Mega-Werbung für diesen Parkplatz. Dieses ist ein Sexparkplatz, ne? Ganz genau so ist es. Erzähl, was da passiert. Aber der ist nicht für Schwule, der Parkplatz. Das also, schon mal zur Warnung, ne? Ja, zur Warnung, auf jeden Fall. nee, also das ist ein Parkplatz hier. Das sind im Prinzip drei Parkplätze. Ja. Und hier kommen also Pärchen und einzelne Frauen hin. Ja. Und die werden hier eben halt richtig heftig abgefickt, ne? Also das Junge. Ist richtig hart zur Sache. Also man kommt mit dem Auto vorgefahren? Man kommt hier mit dem Auto vorgefahren. Ja. Also hier fährt jetzt zum Beispiel gerade einer rum. Das ist so ein kleiner Köter. Der sucht also was, der ist alleine. Nee, also hier kommen also Pärchen hin. Ja. Das geht also ruckzuck. Also, die steigen also aus, sitzen meistens schon nackt im Auto. Die sitzen nackt im Auto? Die sitzen nackt im Auto, ja. Aha. Und da wird auch nicht groß geredet oder so. Die steigen aus. Ja. Dann dauert das eben halt nur ein paar Sekunden. Dann ist hier ein riesengroßes Grüppchen. Aha. Und dann wird die halt eben halt richtig hart hergenommen hier, ne? Also, es ist denn immer eher Gruppensex, oder was? Es ist im Prinzip nicht Gruppensex. Es sind aber auch einzelne Damen hier oder eben halt einzelne Mädels, die sich auch einzelne Jungs rauspicken. Ja, es kann aber auch sein, dass sich zwei Pärchen zusammentun. Mit Sicherheit, ja. Habe ich zwar hier noch nicht gesehen, ja. Aber könnte mit Sicherheit auch passieren, ja. Und, die ganze Sache passiert dann im Auto oder auch außerhalb? Nee, außerhalb des Autos meistens. Ja, meistens. Im Sommer, also im Winter. Hinterm Auto, vorm Auto. Ja. Du bist alleine jetzt da? Ich bin im Moment alleine hier, ja. Du sitzt in deinem Auto? Nee, ich bin außerhalb des Autos. Bist du nackt? Nein, ich bin nicht nackt. Nein, also nackt laufe ich hier nicht rum. Nur wie gesagt, wenn man hier, es sind im Prinzip drei Parkplätze. Ja. Und wenn man auf so einen Parkplatz fährt, sollte man normalerweise das Licht ausmachen. Mhm. Und wenn man dann natürlich irgendwo schon ein einzelnes Grüppchen sieht, dann ist ganz klar, dass da irgendwas gerade läuft. Ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass natürlich viele Leute scharf sind, einen solchen Ort mal aufzusuchen. Ja. Dürfen da auch Leute hinkommen, die einfach nur spannen wollen? Mit Sicherheit. Das ja. Also Spanner sind willkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es ja auch, dass hier Pärchen hinkommen, die eben halt nur gerne beobachtet werden. Ja. Ne? Bist du heute schon auf deine Kosten gekommen? Leider nicht. Ich bin 5 Minuten zu spät gekommen. Was heißt das? Ja, ich bin hier also angekommen und habe dann also auch direkt gesehen, dass hier ein Grüppchen ist. Ja. Habe sofort das Licht ausgemacht, bin hin. Und also die waren gerade fertig. Man konnte nur noch sehen, dass die Frau eben halt die Oberschenkel noch vollgewichst hatte. Ist oben hin und also es waren so ungefähr 10 Mann dran. Ne? Mike, machst du das öfters? Fährst du da öfter hin?
ab und zu, ja. Ja. Also nicht täglich, aber so 2-3 Mal im Monat kommt das schon vor. Nur ist dieses Jahr genauso, wie das, was vorhin die Jungs erzählt haben von dem Park zum Beispiel, bei den Schwulen, ist ja schon eine recht abgedrehte Sache. Ja. Was turnt dich an dieser Art des Sexes an? Mich turnt dabei eben halt an, dass man sieht, also ich muss auch dabei sagen, es gibt hier also auch wirklich hässliche Frauen, sowohl als auch, und es gibt auch super Frauen, die hier super geil aussehen. Und mich turnt eben halt die Sache dabei an, eine absolut fremde Alte, die ich überhaupt nicht kenne, dass die mir eben halt besorgt. Ist das deine einzige Form, wie du deinen Sex befriedigst, oder gibt es auch noch andere? Nee, nicht nur. Ist natürlich eben halt eine billige und schnelle Sache, wie man an Sex kommen kann. Ja. Ne? Hast du eine Frau, eine Freundin? Nee, zurzeit nicht. Bist du also solo? Ja, im Moment solo. Ja. Wie bist du überhaupt auf diese Sache gekommen? Jetzt auf diesen Platz durch unsere Sendung, sagst du. Aber so ist das dann auch zum ersten Mal passiert, dass du in so eine Öffentlichkeit gegangen bist? Das war zum ersten Mal, ja. Zum allerersten Mal. Das ist dann also recht neu für dich alles. Relativ. Ich gehe auch schon mal in einen Partyclub oder so. Ja. Also von daher weiß ich schon, was läuft. Ja. Also man sieht es hier auch ganz eindeutig. Hier wird auch nicht groß rumdiskutiert oder rumgequatscht. Mhm. Das geht hier direkt zur Sache. Ne? Ja, also du bist jetzt zu spät gekommen, sagst du. Ja. Wie machst du jetzt weiter auf dich aufmerksam? Oder gehst du noch rum? Man braucht sich hier überhaupt nicht auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Wie gesagt, es sind 3 Parkplätze. Und da fährt man eben halt drauf, bleibt entweder ein bisschen stehen, guckt. Und man sieht ja, wer auf dem Parkplatz draufkommt, ja, wer fährt. Und wenn ein Pärchen draufkommt, dann bleibt stehen. Geht man eben halt zu dem Auto hin, schaut, was drin sitzt. Und wenn da irgendwie was Geiles drin sitzt oder... Ja. Manchmal sitzen sie eben halt auch nackt drin. Also, ja. Kann man die schon ein bisschen animieren, indem man die Hosen runterlässt oder mal das Schwert rausholt. Das macht man dann da auch? Das macht man hier auch, ja. Seid ihr schon mal von der Polizei da irgendwie überrascht worden? Nein, Polizei fährt hier auch rum, aber so wie ich das mitgekriegt habe, machen die nichts. Ja. Ich denke mal, dass die Jungs mehr oder weniger auch zum Spaß hier hinfahren. Ja, vielleicht, das kann gut sein. Ja, ja. Du bist aber jetzt ganz guter Dinge und hoffnungsvoll, dass da heute Nacht für dich auch noch was bei rumkommt. Vielleicht, ja, weiß man nicht. Ich bin da nicht so drauf. Erpicht. Jetzt haben wir 2:30. Wie lange bleibst du noch da? Oh, so, ich schätze, mein Stündchen werde ich nur hier sein. Ist denn sehr viel los noch? Im Moment ist gar nichts los. Ich werde gleich nochmal auf einen anderen Parkplatz fahren, da nochmal kurz gucken, nochmal ein bisschen warten und dann schauen wir nochmal. Also, wir drücken dir die Daumen, Mike. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, danke. Kleine Pause. Wir machen weiter. Heute Nacht heißt unser Thema schneller Sex. Und ich möchte mich mit euch unterhalten, eben über schnellen Sex, über Quickies. Wie mögt ihr es am liebsten, wenn ihr es schnell mögt? Wo habt ihr es schon gemacht? Was war bisher euer schnellster? Und steht ihr auch auf anonymen Sex? Oder die Verquickung von schnellem und anonymem Sex? Wo macht ihr das am liebsten? 0130 29 11, das ist meine Nummer, unter der ihr hier anrufen könnt und natürlich auch anonym anrufen könnt. 0130 29 11 und jetzt ist die Michaela dran und die ist 25. Hallo. Hallo Michaela. Hallo. Wie sieht's denn bei dir aus? Ach, eigentlich nicht so gut. Nicht so gut? Weil mein Freund und ich, wir sind jetzt also ein halbes Jahr zusammen. Ja. Und wenn wir Sex miteinander haben, der kommt also immer vor mir. Also ein Schnellkommer. Also ein unfreiwilliger Quickie quasi. Ja, aber irgendwie, da fehlt was.
Ja, dir fehlt dann was. Ja, und das kann ich mir vorstellen. Dann da und ich könnte dann auch, und er hat dann auch schon irgendwie keinen Bock mehr. Weil wenn er länger als, ich sag mal, 10 Minuten, läuft da irgendwo nichts. Wie lange seid ihr zusammen? Ein halbes Jahr. Und da verbessert sich nichts? Nein. Wie viel Sex habt ihr miteinander? Wie oft? Ja, so 3-4 Mal die Woche. Mhm. Das sind 40 Minuten, das muss man irgendwie... Und ihr habt euch nicht, so sagen wir mal, um 2, 3, 4, 5 Minuten gesteigert? Nein. Es ist immer so, bei 10 Minuten, dann kann er nicht mehr. Richtig. Ja. Ich habe ihm schon vorgeschlagen, mal Potenzpillen zu nehmen, aber... Wie, dann wird's ja noch schlimmer. Unter Umständen. Ja, oder besser. Ja, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ja. Ist das denn bei ihm ein Problem gewesen, das er immer schon hatte? Oder hängt das jetzt vielleicht auch mit eurer Beziehung zusammen? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, bin ja auch nicht gerade... Ja, wie soll ich sagen, unattraktiv, und ich weiß ja auch, wenn ich mit ihm schlafen will, wie ich das dann also anstelle. Also du machst ihn zu geil. Das ist es, Michaela. Meinst du? Ja, weiß ich nicht, aber... Ja. Also es gibt ja mal ein ganz probates Mittel in diesen Fällen. Es passieren lassen, relativ schnell, sich ein bisschen zurücklehnen und es dann nach einer gewissen Zeit nochmal zu beginnen. Ja, toll, dann liegt er aber schon und schläft. Ja, das ist natürlich eine üble Sache. Das darf er natürlich nicht. Ich habe jetzt schon die Reizwäsche und alles auch schon weggelassen, aber irgendwie trotzdem. Ja. Hast du ihm das denn mal so gesagt, dass dir das richtig, dass dich das schon nervt? Ja, da sagt er, er könnte auch nichts dran ändern. Ja. Aber irgendwie habe ich da auch gar keine Lust mehr drauf, weil man kann ich mir selber machen. Ja. Habe ich genauso schnell. Also ich meine, dieses kann man ja nur wirklich mal ausprobieren, dass er dann einen zweiten Anlauf nochmal macht. Und da wird er mit Sicherheit nicht nach 10 Minuten schon am Ziel sein. Nein. Also du musst ihn mal jetzt argumentativ dahin bringen, dass er nicht dieser Schlappschwanz direkt dann einschläft, sondern dass es dann nochmal zur Sache geht. Ja, und wenn er ja immer danach so geschafft ist. Naja, nach 10 Minuten kann er nicht so geschafft sein. Ja, aber vielleicht liegt das auch irgendwo mit einem Vorspiel. Ja, was macht ihr denn für ausgefallene Sachen? Da musst du da vielleicht was ändern. Oh, was machen wir für ausgefallene Sachen? Ja, also ein paar Dildo-Spiele schon mal, mehr oder weniger, aber jetzt nicht mit so riesen Teilen, sondern mit so noch kleinen, sag ich mal. Und aber das bringt es irgendwo auch nicht. Also Michaela, vielleicht das Vorspiel ein bisschen runterfahren und ihn dazu zu bewegen, dann nochmal ranzugehen. Wäre meine Idee erstmal. Ja, beim Auto, wenn wir es da zum Beispiel machen oder so, da dauert es eben länger. Ja, weil da hat er irgendwie Hemmung. Ja, ja, gut, das ist doch die Idee. Ihr macht es immer im Auto. Und im Winter, wenn es kalt ist. Es gibt auch Autoheizungen. Da fahrt er nach Gelsenkirchen auf den Parkplatz und dann klappt das da wunderbar. Ja, stimmt. Michaela, danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss, ciao. Michael, 23. Ja. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Heute fragen mich alle Leute, wie es mir geht. Mir geht's gut. Also, schneller Sex. Ja. Also ich bin LKW-Fahrer im internationalen Verkehr. Oh, Junge. Ja, das heißt... Ich verstehe dich fast nicht. Du bist was? Fernfahrer im internationalen Verkehr. Fernfahrer, ja. Ja. Du gehst bitte nah ans Telefon mit dem Mund und sprichst laut, ja? Hm? Besser? Ja. Ja. Und ja, da kommt das dann schon mal öfters vor. Zum Beispiel mit Anhalterinnen. Aber wenn man irgendwo Aufenthalt hat, geht's mit den Anhalterinnen. Ja. Wenn die dann am Rastplatz oder an der Auffahrt stehen, ja. Na, da halten die dann ihr Schildchen raus oder ihren Daumen raus. Ja. Ja, dann hältst du an. Fahrst du hin? Ja, okay. Fahr ich auch hin. Ja, entweder ergibt sich was innerhalb der ersten halben Stunde. Aha. Dann kann es sein, dass du nach einer halben Stunde schon am Fahrplatz hängst. Aha. Zu ihnen zuziehst und Feierabend. Und die machen das auch gerne und immer freiwillig? Ja. Also, da gibt's ja... Du machst die nicht blöd an oder nee, überhaupt nicht. Oder zwingst die gar irgendwie. Ach, da. Um Himmels Willen. Ja. Also die Mädels sind schon scharf dann? Also... Kann man sagen, ja. Ja, und nach einer halben Stunde entscheidet sich das und dann ja, fahrt... Ja, also plus, minus, es kann mal länger dauern. Ja. Es gibt auch welche, die sagen, kannst du nächsten Fahrrad fahren. Und dann fährst du irgendwo ran und dann geht's zur Sache. Ja, dann werden die Gardinen zugezogen und dann ab in die Haie. Ab in die Haie, hinter dem Fahrer ist das, ne? Diese Liga. Wie lange lässt du dir, oder in der Regel lässt du dir Zeit dafür? Ja, kommt drauf an. Mhm. Aber es ist schon so im Durchschnitt eher die schnelle Geschichte.
Ja, es kann auch schon mal was länger ausarten. Ja, aber im Schnitt ist halt immer so, also nach einer Viertelstunde, 20 Minuten fertig ist. Ja. Und dann danach, was passiert dann? Ja, dann fahren wir weiter. Ja, und dann nehme ich sie bis dahin mit, wo sie hin will. Ja, dann eventuell noch Adressenaustausch, Namenaustausch. Und tschüss. Und tschüss, ja. Und dann klingelt entweder bei ihr irgendwann das Telefon oder bei mir. Ach, das gibt es dann doch auch. Das habe ich auch schon gehabt. Ja. Hast du dadurch schon einen dauerhaften Kontakt mit einer Frau, mit einem Mädel bekommen? Habe ich gehabt, ja. Aha. Er hatte 3 Jahre gehalten. 3 Jahre? Du warst 3 Jahre mit einer Frau zusammen, die du so kennengelernt hast? Ja. Das ist ja klasse. Ja. Ja. Und du bist im Moment aber alleine? Im Moment bin ich allein. Ja, und lässt dich da dann auch richtig gehen, wenn sich das so ergibt? Wenn das ergibt, auf jeden Fall. Gibt es bestimmte Strecken in Deutschland, wo die ziemlich lukrativ sind in diesem Sinne? Da ich Deutschland eigentlich seltener fahre, kann ich das hier in Deutschland nicht sagen. Also du gabelst die Mädels auf im Ausland? Ja. Ja, und in welchen Ländern hauptsächlich? Also ich hab viel gehabt, Italien. Ja. Spanien habe ich sehr viele gehabt. Ja. Und Portugal. Ja. Wie oft kommt das vor in der Woche? Ja, das kann, also jetzt in der Sommerzeit, da kann das durchaus 2, 3, 4 Mal die Woche passieren. Ja, also Michael ist in seinem Auto ganz gut ausgelastet. Ja. Ja. Ist dir auch, hast du auch so AIDS-Prophylaxe im Kopf? Das heißt, nimmst du Gummis immer? Ich habe so ein Big Pack hier liegen. Eine Familienpackung hat er immer bei sich. Genau, die muss sein. Von wo rufst du jetzt an? Du bist unterwegs, ne? Ja, ja. Ja? Ich stehe jetzt in Osnabrück. In Osnabrück? Ja, also bei Osnabrück. Auf ja. Wann war das letzte Abenteuer? Das war vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen? Na, dann wird es aber höchste Zeit. Ja. Da ist doch jetzt Druck da, oder? Ach. Geht noch. Geht noch. Ist mal ausgehandelt. Michael, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Gabi, 30 Jahre. Hallo. Hallo Gabi. Hi. Du bist keine Fernfahrerin. Nein. Nee, aber du magst schnellen Sex. Ja. Erzähl. Wie, was magst du? Oder was hast du erlebt? Ich mag einfach unheimlich guten Sex. Bitte? Ich mag unheimlich guten Sex. Du magst guten Sex? Ja. Ja, den mögen wir alle. Und wie ist das ein schneller Sex auch? Er kann mal schnell sein, mal etwas langsamer. Ja. Hast du ein besonderes Erlebnis gehabt? Ja. Erzähl mal. Also ich bin ja von Freiburg aus mal mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Ja. Habe allerdings keinen Liegewagenplatz mehr bekommen. Aha. Also habe einfach im normalen Abteil gesessen. Ja. Hatte für meine Bekannten in Hamburg 2 Flaschen Wein, so hier badischen, mitgebracht. Ja, als Geschenk? Ja. Ja. Und hab da, wie gesagt, im Zug gesessen, die ganze Nacht, hab mich gelangweilt. Ja. Hab die eine Flasche mal aufgemacht. Mal so aufgemacht? Ja. Ja. Und dann kam so ein Junge mal dazu. Unheimlich toller Typ. Ja. Also, unheimlich. Der trank. Blutheiße, dunkle Augen. Ja. Und der trank. Schwarze Haare. Also, ich kann es nicht erklären. Also, er gefiel dir ziemlich gut. Ja. Und er trank von deinem Wein mit. Ich habe ihm das angeboten. Ja. Er wollte erst gar nicht. Und ihr beiden wart alleine in dem Abteil? Nee, es saß noch eine Frau dabei, aber die hat die Augen halb zugehabt. Also, was ist dann? Ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt hat oder nicht. Was ist sie dann tat aber so, als ob sie schliefe. Ja. Was ist zwischen euch beiden dann passiert? Viel. So, ja, viel. Ganz viel. Jetzt hier mal Butter bei die Fische. Was ist passiert? Also gut, das war so. Also dann sind wir... Moment. Ja, ich habe ja gerade getauscht. Hä, was ist das denn jetzt? Nee, entspann dich, Domino. Also es war so. Nee, du bist das gar nicht. Doch, ich weiß. Ich habe nur den Telefon meiner Freundin gegeben. Pass auf. Ich bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Ey, Moment, jetzt komm, verarsch mich nicht. Nein, wieso bist du nicht gleich ans Telefon gegangen? Weil ich Schiss hatte jetzt. Und das war gerade... Weil das so direkt war. Das war gerade deine Freundin? Ja. Die hat das erzählt. Ja, und die Freundin hat auch schon ein bisschen was getrunken, ne? Ja, das macht ja nichts. Ja. Ja, pass auf. Also, aber du bist es jetzt? Ich bin jetzt gar nicht. Und du hast das auch erlebt? Ich habe es erlebt. So, was ist passiert in dem Zug? Das war so. Also ich bin halt mit dem Zug nach Hamburg gefahren und du kriegst halt ab 23 Uhr kriegst keinen Schlafwagen mehr und hab einfach nur ein Abteil genommen, ne? Ja, soweit waren wir schon. Ja.
So, und weil das immer so laut ist, im Zug haben wir so obligatorisch 2 Bier mitgenommen, die zuckst du ganz schnell auf und so, damit du also schnell schlafen kannst. Und dann auf jeden Fall kamen mit 2 Typen in meinen Abteil rein. Jetzt sind es plötzlich 2 gerade, war es nur einer? Nee, sie hat das missverstanden. Da kamen 2 Typen ins Abteil rein, ich verarsche jetzt ehrlich nicht. Kamen 2 Typen ins Abteil rein und dann, ob sie sich da hinsetzen dürfen, ja logisch. Gut, und dann haben wir halt eben einen gepichelt und dann ging uns unser Alkohol aus. Und kriegst halt nachts im Zug keinen Alkohol mehr. Ja. Dann habe ich gedacht, ey, ich habe noch was für meinen Bekannten hier, Affentaler, was weiß ich, süß, rot oder so, irgendeinen ekelhaften Wein. Mhm. Ne? Ja gut, dann haben wir den halt noch getrunken. Und irgendwie fing der eine dann an so, weiß nicht, der wirkte unheimlich, vielleicht haben sie auch schön gesoffen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkte er unheimlich erotisch. Und dann fing der andere an so ein bisschen zu schlafen. Und ehe wir uns versahen haben, wir, also es war ein irrer Sex, ne? Das war absolut optimal. Obwohl ich kein Typ bin für schnellen Sex, ja. Aber für den Augenblick war es total in Ordnung. Und das war dann euer schneller Sex in der Eisenbahn? In der Eisenbahn. Und das nächste Mal kommst du direkt ans Telefon? Ja, Entschuldigung. Alles klar. Ja. Tschüss, glaube ich. Tschüss. Michael, 32. Ja, hallo Domian. Ja. Ich grüße dich recht herzlich. Ich dich auch. Ja, Domian, ich muss dir ganz ehrlich was sagen. Ich bin für den schnellen und für den guten Sex oder beziehungsweise auf den schnellen und guten Sex erst jetzt in diesem Sommer beziehungsweise in den letzten an den letzten warmen Tagen dazu gekommen. In deinem hohen Alter? In meinem hohen Alter, ja. Hast es jetzt in diesem Sommer erst entdeckt? Nein, ich habe es auch schon vorher entdeckt. Es lieben gelernt, sagen wir so. Ja, klar. Was ist passiert? Ja, ich bin schwul, das muss ich sagen. Und ich habe mich aufgrund eines Anrufs, den ich in deiner Sendung erfahren habe, damals durch den Maurice von Cutting Club Dienstagen, ja. Habe ich mich beschneiden lassen. Ich habe mich davon beraten lassen und bin an super Ärzte gelangt und habe mich überzeugen lassen halt. Das ist ja lange her, das war im Herbst, ne? Da hatte ich den Maurice am Telefon, glaube ich. Nee, das war, glaube ich, irgendwie so Januar oder so, ne? Ich weiß es nicht genau, also ich will mich auch nicht festlegen. Naja, gut, aufgrund dieser Geschichte hast du dich dann beschneiden lassen? Ja, klar. Und es war einfach super, ne? Also ja. Die Operation ist super gut verlaufen und ja. Ging alles super schnell. Und und jetzt erlebe ich halt meinen super tollen Sex. Nachdem du beschnitten bist? Ja, klar. Und das heißt, verstehe ich den Zusammenhang noch nicht zwischen dem schnellen Sex auch, dass der dir jetzt so gut gefällt? Ja, der gefällt mir jetzt umso besser, weil jetzt Leute auf mich aufmerksam werden, wenn ich halt so in Badehose bzw. Tanga so jetzt an Baggerseen oder so mich sonne und da liege, sind die Konturen super gut zu erkennen. Ne? Also die sehen durch den Tanga, dass du beschnitten bist? Ja, klar. Ach, erzähl mir nichts. Ja, klar. Dann hast du aber einen super dünnen Tanga an. Nee, das muss nicht super dünn sein, sondern die Form. Sieht man das? Ja, klar. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, wenn die Vorhaut da super glatt drüber gezogen ist, ist also eine lange, glatte Linie und jetzt ist es halt nicht. Ne? Jetzt sieht man halt die Eichel, ja. Die Unterbrechung. Also da steckt die These hinter, dass man in der schwulen Szene, dass ein Mann in der schwulen Szene besser ankommt, wenn er beschnitten ist. Weiß ich nicht unbedingt. Aber diese Erfahrung machst du jetzt irgendwie. Ich mache die, ja. Ja. Das behaupte ich jetzt für mich, ja. Ja. Und was ich noch sagen muss, es ist halt wesentlich hygienischer, ne? Ja. Das ist halt toll. Also gut, das ist das Thema Beschneiden und nicht pro-kontra Beschneiden. Ja, klar. Was ist denn jetzt in den letzten Tagen oder Wochen da passiert? Ja, ich gehe an Baggerseen oder auch in Saunen und werde angesprochen und hey, du siehst ja toll aus, beziehungsweise dein Schwanz sieht ja toll aus und viele wollen anfassen und direkt darf doch nicht wahr sein. Bitte? Es darf doch nicht wahr sein, weil das ja. Stückchen Haut weg ist. Ja, natürlich. Sprechen die Leute dich an, ja. Oh, hast du einen tollen Schwanz. Ja, und das ist das, wo du dich gegen weigerst, beziehungsweise gegen wehrst, das habe ich ja damals an deiner Reaktion festgestellt. Mach es mal mit einem Beschnittenen, das ist einfach nur toll, ne? Das ist super gut und ich habe zum Beispiel, das kann ich einfach nur sagen, das hat jetzt in diesem Moment jetzt mit dem Sex nichts zu tun, ich habe es einfach von der Hygiene her festgestellt, man hat so an der Eichel so, solange man die Vorhaut hat, so wie so kleine weiße Bläschen und so weiter, ja, das ist alles weg, ne? Es ist, so, jetzt bist du beschnitten. Ja, klar. Ist denn für dich der Sex jetzt auch schneller möglich?
Also ich meine in dem Sinne, dass du kommst du schneller zum Orgasmus dadurch? Nee, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil, ich kann, ne? Ich kann es ganz jetzt viel besser steuern. Ja, dadurch ist doch eigentlich der Sinn, im eigentlichen Sinne der schnelle Sex gar nicht so eigentlich so möglich, ne? Der schnelle Sex, natürlich ist der möglich. Ja, klar. Ich kann, wenn ich will, noch genauso schnell kommen wie vorher, ja. Aber ich kann es auch länger rauszögern. Ja. Das ist einfach, jetzt dieser Vorteil ist da, ne? Also, eine gute Erfahrung aufgrund der Beschneidung bei Michael. Ja. Und dadurch hast du auch mehr und schöneren Spaß gefunden, jetzt halt dich eher auf so Sachen einzulassen. Ja, klar. Und ich will hoffen, dass sich noch viele Leute davon überzeugen lassen. Und ja, wenn sie Fragen haben, sollen sie sich halt an diesen Cutting-Club wenden. Ja, es kann auch sein, dass du jetzt nochmal im Auftrage des Cutting-Clubs angerufen hast, um ein bisschen Werbung zu machen. Nicht. Da habe ich gar keine privaten Ambitionen. Aber es ist auch egal. Ist eine Sache, die in Ordnung ist. Nee. Michael, ich danke für deinen Anruf. Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Pascal, 29. Ja, hi, Domian. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, also ich mache das ganz anders. Ich mache das per Telefon. Es gibt hier in Deutschland eine Hotline, das wissen die wenigsten. Meistens gibt es ja eine Hotline mit 0190. Das ist viel zu teuer. Die Hotline, die befindet sich in Köln und in Düren. Dann ruft man halt an, morgens oder abends, je nachdem. Tut mit der Person sprechen, also ich bin nicht schwul, nur mit Frauen. Und dann tut man halt sprechen am Telefon, kann sich beschreiben und so. Und ja, dann dauert es nicht lange. Eine halbe Stunde später sitzt man im Auto und fährt hin und dann hat man schon Sex. Ach, jetzt, also ich will jetzt diese Nummer nicht wissen, die will ich jetzt gar nicht hören. Was ist das für eine Einrichtung? Man wählt irgendeine Nummer, die gar nicht groß teuer ist? Ja, das ist also, wie gesagt, das ist von der Telekom her. Da sind 10 Stück auf der Leitung. Und meistens, wenn man morgens jetzt so um diese Uhrzeit anruft, sind überwiegend viele Frauen drauf und auch viele Alleinstehende oder halt Frauen, wo die Männer auf Montagen sind und so. Also da steckt wirklich die Telekom als Veranstalter quasi hinter? Ja, und dann ruft man halt an da und tut man sich so beschreiben. Mhm. Und also da findet kein Sex am Telefon statt, ne? Nee, ich stehe nicht auf Telefon, Sex. Also im Prinzip dient diese Leitung, um sich kennenzulernen, um die Telefonnummern auszutauschen oder die Adressen. Und dann fährst du dahin. Und dann fährst du halt zu der Frau hin und es geht direkt zur Sache. Das geht direkt zur Sache, ne? Also ich bin auch schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Da haben die sich beschrieben, 1,65 groß, 55 Kilo. Und ich bin dann da hingefahren, hab mitlingelt. Auf einmal macht da so einen Schrank auf von 130 Kilo, ne? Ja. Ja, dann bin ich halt rein, Tasse Kaffee getrunken und bin halt dann wieder abgehauen. Das passiert halt auch mal. Ja. Aber ich stell's mir generell aber auch wirklich schon sehr spannend vor. Wenn man hat ein paar Worte getauscht, gewechselt am Telefon und wenn du dann im Auto sitzt und dahin fährst, ne, egal jetzt, ob dich dann optisch der Knaller erwartet oder nicht, generell ist das doch sehr, sehr spannend und aufregend, ne? Ja, also jetzt ist es total aufregend. Bloß beim ersten, beim zweiten Mal, also dann kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich ganz schön also Schiss gehabt, ne? Jetzt, was machst du jetzt, wenn du da hingehst und so, wie willst du dann zur Sache kommen? Aber die ersten beiden, die haben das schon von sich alleine ausgemacht. Also die haben dann richtig so angefangen zu baggern, dann weißt du. Und geht das denn, also sie lässt dich rein, sie steht an der Tür und wie geht das dann weiter? Wird dann noch ein bisschen geredet? Nee, also ich gehe da rein, setz mich hin. Empfangen die Frauen dich schon im Morgenmantel oder sowas? Ja, meistens. Meistens, ja. Weil man muss sich dann, also man kann das so jetzt verstehen, weißt du, man tut sich ja unterhalten am Telefon, ne? Ja. Dann ist man sich ja nicht mehr fremd. Aha. Man hat schon ein paar Wörter miteinander getauscht. Ja. Und man fährt da nicht als Fremder hin. Also, so, dann sitzt du dann da im Wohnzimmer vielleicht erstmal. Ja, und meistens dann 5 Minuten später im Schlafzimmer. 5 Minuten. Also das war meine andere Frage. Wie viel Zeit vergeht, bevor ihr dann letztendlich im Bett liegt? Also halbe Stunde, das war das Längste. Das war das Längste. Ja. Und bleibst du dann in der Nacht bei den Frauen auch? Nee. Meistens also gehe ich dann zu 90% dann wieder gehe, ne? Sind das dann so Sexbekanntschaften, die du auch dann so eine Weile hältst? Oder ist das eine einmalige Sache? Ja, ich habe zwar mit zweien noch Kontakt und so, die sind aber allerdings verheiratet. Mhm. Und da wissen die Männer auch nichts von. Ne? Mhm. Und da war also jetzt zweimal was gewesen. Ja. Aber meistens ist es dann halt so, man trifft sich und man schläft miteinander, ne? Und dann das war's dann. Und das war's dann gewesen. Ne? Hat diese Art des Kontaktes für dich auch so einen besonderen Kick? Ja, eigentlich ja. Ne? Und worin liegt dieser Kick? Ja, weil
du kannst dir ja am Telefon keine Vorstellung machen, wie die Braut aussieht. Ja. Und das ist dann der Kick, weißt du, wenn die Tür aufgeht und dann, weil dann sind sie, wie willig die dann sind, weißt du, die machen alles dann, also alles, ne. Ist es dir noch nie passiert, dass du irgendwo hingekommen bist und das Mädel dann gesagt hat, nee, ich hab doch keinen Bock? Nee, das ist mir noch nicht passiert. Wie gesagt, nur das eine, mit 130 Kilo und so. Ja. Und meine, okay, die können auch nichts dafür. Das ist halt so mein Aber ist nicht Ding gemütlich. Nee, ist nicht so mein ist Fall. Nicht dein Ding, ja. Wenn du da rausgehst, ist das ein Gefühl, wo du sagst, okay, war gut oder? Ja, ich fühle mich dann ganz gut an. Auch kein schaler Nachgeschmack? Nee. Nee. Pascal, danke für den Anruf. Alles klar. Also, was ich noch sagen wollte, Domian, vielleicht, weil du ja nicht die Nummer sagen wolltest, aber man könnte das doch über normalerweise jetzt hier sagen, die Nummer, dass viele da anrufen, weil ich glaube, haben viele Interesse dran, das die Nummer rauszubringen. Das könnte sein, aber ich weiß nicht, ob ich das Recht überhaupt darf. Deswegen lassen wir es mal sein. Ach so. Okay? Alles klar, ich wünsche dir tschüss, was. Tschüss, ciao. Sandra, 25, hallo. Hallo. Sandra, du bist meine letzte Gesprächspartnerin heute Nacht. Genau. Dann bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, ich werde mich jetzt gleich fertig machen. Ja. Und werde mich mit meinem Ex-Freund treffen und dann fahren wir noch an den Strand. Heute Nacht an den Strand? Ja, wo rufst du an? Aus Lübeck. Aus Lübeck? Ja. Es ist doch arschkalt draußen. Na, es sind noch 14 Grad. Aha. Ja. So, dann fahrt ihr an den Strand. Ja. Und was macht ihr denn da an dem Strand? Keine Ahnung. Ich sollte jedenfalls eine Decke mitnehmen. Passiert das denn öfters, dass ihr an den Strand fahrt? Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, wir sind eigentlich gar nicht mehr zusammen. Ja. Haben uns jetzt eine ganze Weile nicht gesehen und am Dienstag erst wieder gesehen. Und irgendwie war es eine doofe Situation. Keiner wollte irgendwie so recht Hallo sagen irgendwie. Und dann haben wir heute Abend telefoniert. Und da ist das halt ganz so halt irgendwie entstanden, ja. Nun rufst du an, heute bei mir, und das Thema ist schneller Sex. Ja. Daraus schließe ich, dass du denkst, heute Nacht geht da irgendwie noch am Strand von Lübeck oder ein bisschen weiter nördlicher die Post ab. Ja. Vermutst du das? Das weiß ich mit eigentlich hundertprozentiger Sicherheit. Wie kommt das, wenn ihr getrennt seid? Woher weißt du das so genau? Tja, man begehrt sich halt irgendwie dann doch noch irgendwie so ein bisschen, denke ich mal. Also, ja, er hat es halt auch so angedeutet, denke ich. Ja. Ja, ja. Und du bist sexuell auch noch nach wie vor an ihm interessiert? Oh ja. Oh ja. Oh ja, ich höre es schon. Also es ist ein guter Partner diesbezüglich. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren nicht sehr lange zusammen, 6 Wochen, aber das war dann halt heftig halt. Habt ihr denn in diesen 6 Wochen auch schon so ungewöhnliche Sachen gemacht in Sachen Sex? Naja, halt so, sag ich mal, das Übliche und so, halt mal im Auto oder so, was auch immer. Ja. Also nicht so jetzt besondere Sachen. Das wäre jetzt, heute ist das halt irgendwie mal was ganz anderes, ja. Ja. Habe ich auch noch nie gemacht, also von daher bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich es schon ungewöhnlich finde, an einer nicht so ganz super heißen Sommernacht an den Strand zu fahren. Aber ich meine, warum man nicht? Ist ja halt auch zur Zeit, ne? Man kann sich ja auch wärmen. Ja, na klar, sicher. Ja. Wieso ist die Sache auseinandergegangen überhaupt? Ja. Also er wollte halt keine feste Beziehung, das ist das eben. Aha. Und naja, dann ist es halt leider auseinandergegangen. Vielleicht. Aber es ist so eine gute erotische Spannung da. Ja, aber ich bin schon ganz aufgeregt. Was findest du so erotisch oder geil an ihm? Er ist halt einfach unwahrscheinlich zärtlich. Ja. Ja, also es ist nicht unbedingt nur der Sex alleine, sondern einfach auch so, wenn wir uns gesehen haben oder so, da hat er einfach auch nur mal meine Hand geküsst oder mein Auge oder was auch immer halt so, oder mein Ohr geknabbert. Also und dann warst du schon ganz zittrig? Meistens, ja. Wenn er nur das Ohr geknabbert hat. Ja, genau. Ja, Sandra, dann wünsche ich euch beiden aber jetzt eine richtig scharfe Nacht, ne? Ja. Im hohen Norden. Genau. Er kommt gleich vorbei, ne? Ja, er holt mich gleich ab. Wie spannend. Wir werden alle in Gedanken bei euch sein. Das ist echt nett. Sandra, tschüss. Alles klar, tschüss. Ja, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik Hans-Jürgen Wilder, Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht ist wieder ein offenes Talkradio. Und die Spielregeln, so ihr uns ab und zu schon mal verfolgt, kennt ihr ja. Da ruft ihr oder könnt anrufen zu jedem Thema an, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Aber morgen gibt es eine Neuerung bei uns, die wir demnächst ab und zu mal ausprobieren wollen. Und zwar wird Folgendes passieren. Ein prominenter Mensch stellt sich dem Talkradio-Publikum. Und morgen wird das Lilo Wanders sein. Ihr könnt während der ganzen Sendung anrufen und eure Meinung zu Lilo Wanders äußern und auch Fragen formulieren.
Und um 13:50 etwa wird die Lilo dann persönlich am Telefon sein. Sie hat die ganze Sendung verfolgt und wird Stellung zu all den Sachen sagen, die hier vorgefallen sind während der Sendung. Ich freue mich auf euch. Bis morgen Nacht. Bye bye. Ciao.